Es ist sehr schwer, wenn man sich nicht recken kann. Weil dann auf einmal alles weh tut. Weil du so Löcher in deinem Körper hast. Naja, gut. Wir machen weiter. Mit der düsteren Questreihe. Also erstmal die extreme Variante freischalten. Waffen, unerschöpfliche Quellen der Inspiration, lasst euch umarmen, ihr Wunderwerker der Ingenieurskunst. Über die Smaragdwaffe sprechen. Oh, die Smaragdwaffe soll es heute sein, was? Eine ausgezeichnete Wahl für Feinschmecker sozusagen. Ein Moment, dieses Juwel wird gleich bereitstehen. Warum muss ich die Dinger auch immer maßstabgetreu nachhauen? Tada, das ist das Prachtstück, das Ebenbild einer Gottheit, Ingenieurskunst aus einer anderen Welt, Perfektion in Smaragd. Eine perfekte Replik der Smaragdwaffe, wenn ich kurz dein Augenmerk auf die Details meines Entwurfs lenken dürfte. Was dem Auge des Betrachters sofort auffällt, sind die freischwebenden, unabhängig operierenden Gliedmaßen der Smaragdwaffe. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, die Operationsparameter zu studieren und alle verfügbaren Angriffsmuster in aufwendigen Simulationen zu reproduzieren. Dabei habe ich nahezu monumentale Erkenntnisse zu den Automatisierungsprozessen Schwafel, Lava, Blubber. Und die Kampfanalyse-Matrix erst. Das Pseudo-Orazid-System operiert mit den Parametern von Gaios gesammelten Kampfdaten. Somit kann die Smaragdwaffe jederzeit auf dessen taktisches Genie zurückgreifen. Die Waffe positioniert ihre Gliedmaßen dabei genauso um den Gegner, dass alle Angriffe maximalen Schaden am Ziel verursachen. Brillant! Gaios Eigenschaften als Krieger sind beeindruckend nachgebildet, bis hin zu seinem selbstentwickelten Spezialangriff, Terminus Est. Es ist eigentlich schon fast bedauerlich, dass der Kampf nicht in Verlüt, sondern in Trockendack ausgetragen wurde. Ach, wäre ich doch dabei gewesen. Oh, verzeih, da sind mir mal wieder die Schraubenschlüssel mit mir durchgegangen. Nichts für ungut. Wie sieht's aus? Eine kleine Simulatorrunde? Ich kann es kaum erwarten, deine Kampfdaten aufzunehmen. Mögen die Spiele beginnen! Smaragdsturm Trauma nun zugänglich. So, und die nächste können wir tatsächlich annehmen. Magma der Sühne. Solis, du kommst wie gerufen. Ich möchte dich in einer Angelegenheit um Rat bitten. Die Befreiungsarmee von Alamego hat eine Abordnung Soldaten nach Wendelclip geschickt, die den Bewohnern dort Unterstützung zur Seite stehen soll. Wendelclip war viele Jahre von der kaiserlichen Armee besetzt. Die plötzliche Freiheit von der Herrschaft der Galea bereitet dort nicht nur Freude. Viele Bürger scheinen verunsichert und sorgen sich um ihre Zukunft. Als Nachbarvolk, das ähnliche Erfahrungen gemacht hat, möchten wir den Bewohnern von Wendelclip zur Seite stehen und ihnen in der Übergangszeit behilflich sein. Wir bringen Hilfsgüter nach Wendelclip, um die Versorgung sicherzustellen, und unsere Soldaten bewachen die Stadt. Aber das allein ist schon eine ziemlich umfangreiche Aufgabe, daher bleibt meinen Soldaten nur wenig Zeit, die Sorgen und Nöte der Bürger anzuhören. Und da kommst du ins Spiel. Würdest du uns mit deinem Charme zur Seite stehen und helfen, die Bewohner Wendelclips, falls nötig, zu unterstützen? Ich danke dir. Wenn eine bekannte Heldin wie du persönlich den Bewohnern ihr Gehör schenkt, wird das ihnen sicherlich die ein oder andere Sorge nehmen. Unser Militärlogistiker steht wie immer bereit, dich nach Wendelclip zu bringen. Ich bin mir sicher, die Bürger dort werden es dir danken.
So, Venikip. Betrübte Bürgerin. Du bist doch diejenige, die die weiße Kriegsmaschine gesteuert und die Saphirwaffe vernichtet hat, nicht wahr? Wusste ich es doch. Ich heiße Avilana. Geboren und aufgewachsen bin ich hier, in Wendeklip. Allerdings war ich auch 10 Jahre lang Soldatin der kaiserlichen Armee und habe als Magitech-Ingenieurin gedient. Aber keine Sorge, ich bin dir dankbar, dass du die Galea aus unserer Stadt vertrieben und uns die Freiheit geschenkt hast. Ich fürchte nur, es gibt viele, die Schwierigkeiten haben, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das trifft auch auf mich zu. Die Galea nutzen Wendeklip jahrzehntelang als Stützpunkt für ihre Operation. In dieser Zeit haben sie unzählige junge Leute wie mich für den Dienst in der Armee rekrutiert und ihre endlosen Kriege geschickt. Viele sind nie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Ich hatte Glück, dass ich diesem Schicksal entgehen konnte. Ich war weit hinter der Front stationiert und hatte stets gehofft, dass ich mit meiner Arbeit dabei helfen würde, mehr Leben zu retten. Aber es bedrückt mich, dass ich für all die Opfer der Eroberungssucht des Kaiserreichs nun nicht mehr als trauern kann. Und da ist mir jüngst der Gedanke gekommen, dass wir vielleicht ein Denkmal mit dem Namen unserer Landsleute errichten sollten, damit die Opfer niemals in Vergessenheit geraten möge. Aber die Liste mit den Namen der Gefallenen wird im Lager des Hangars aufbewahrt. Dieser wurde erst von den Technikern in Blau versiegelt und nun wird er von den Soldaten der Befreiungsarmee von Alamigo bewacht. Alleine erhalte ich da niemals Zugriff. Aber vielleicht könntest du ja ein gutes Wort für mich einlegen, damit ich die Namensliste aus dem Lager holen und für mein Projekt verwenden kann. Ich danke dir. Was ein Glück, dass ich dir begegnet bin. Dann lass uns doch gleich zum Hangar gehen. Oh, Sulis, was für eine Ehre, dich hier anzutreffen. Kann ich etwas für dich tun? Ich stehe ein bisschen ungünstig. Deine Begleiterin möchte also in den Hangar? Eigentlich haben wir unsere Untersuchung noch nicht abgeschlossen und Fremden ist der Zutritt strikt verboten. Aber ich schätze, wenn du für sie bürgst, können wir eine Ausnahme machen. Aber ich werde die junge Dame begleiten müssen, aus Sicherheitsgründen. Selbstverständlich und danke, dass du für mich eine Ausnahme machst. Tut mir wirklich leid, dass ich solche Umstände bereitet habe, aber dank deiner Unterstützung habe ich die gesuchte Liste nun. Damit wäre dann alles geklärt, ja? Sehr gut, ich verabschiede mich dann. Die Arbeit wartet. In den Baracken des Hangars habe ich die Liste mit den Namen aller verstorbenen Soldaten gefunden, die aus Verlitz stammen. Als ich dann einen Blick darauf geworfen habe, habe ich auch den Namen einer Bekannten entdeckt. Melisandia, sie war meine erste richtige Freundin. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie auch zur 7. Legion beordert wurde. Nimm als Erste. Okay. Woher kanntest du sie? Melisandia und ich dienten einst gemeinsam in der 14. Legion. Wir stammen beide aus der gleichen Provinz und sind schnell Freunde geworden. Leider wurde sie eines Tages an die Front versetzt. Das war das erste Mal, dass ich sie sah. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. An dem Tag stellte sie mir auch ihre Geschwister vor. Besonders ihr Bruder Rikon bleibt mir gut in Erinnerung. Er wirkte irgendwie aufgebracht. Offenbar wurden sie von einer Vorgesetzten daran gehindert, sich vor der Abreise an die Front auch von Legatus Gaius zu verabschieden. Kommandantin Livia Sas Junius war eine Waise, die genau wie die Geschwister in Gaius Obhut aufgewachsen war.
Man munkelte, dass sie so auf Gaius fixiert war, dass sie alles tat, um die Geschwister von ihm fernzuhalten. Der Legatus selbst schien eher geneigt, Livia möglichst von sich fernzuhalten. Das änderte aber nichts an ihrer geradezu krankhaften Eifersucht. Naja, da haben wir anderes gesehen. Andere waren den Geschwistern gegenüber schon wesentlich freundlicher. Ich erinnere mich da, wie ein Prachtkerl von jungen Rogadin kam, um sie abzuholen. Er bekleidete den Rang Sass, war außergewöhnlich für jemanden aus den Provinzen und mit seiner Abstammung war. Das ist übrigens Ritatin, also der, wo es diese Prüfung gab. Die erste. Ja. So sieht der unter der Rüstung quasi aus. Man konnte sofort spüren, dass Melisandia ihre Geschwister ihren Vorgesetzten sehr respektierten. Und das war dann auch der Moment, an dem wir uns voneinander verabschiedeten. Ich wurde unter Nero Tol Scavea zur Magitech-Ingenieurin ausgebildet und war sogar an der Instandsetzung der Ultima-Waffe beteiligt. Wie die Geschichte schließlich im Castrum Meridianum ausgegangen ist, weißt du ja selbst. Ich habe es damals noch irgendwie in einen Truppentransport geschafft und konnte flüchten. Nach meiner Rückkehr nach Verlüt dauerte es nicht lange und man rekrutierte mich für die 7. Legion, um weiter an der Waffe zu arbeiten. Heute schäme ich mich zutiefst dafür, dass ich dabei geholfen habe, ein solch furchtbares Kampfgerät zu entwickeln. Schlimmer noch, im Namen des Kaiserreichs missbrauchten wir ahnungslose Zivilisten aus den Provinzen als Versuchskaninchen bei der Entwicklung der Kriegsmaschine. Es ist unverzeihlich. Alle Waffenpiloten erhielten einen speziellen Rufnamen und bis zum Schluss wurde nie preisgegeben, wer ins Cockpit steigen würde. Mir ist aber auch klar, dass das nur eine billige Ausrede ist, um mein Gewissen ruhig zu stellen. Wieder das Erste. Okay. Das Ende dieser Geschichte ist noch nicht geschrieben. Es gibt immer etwas, das man tun kann. Du meinst, ich kann noch etwas tun, um die Entwicklung der Waffen zu beeinflussen? Vielleicht hast du recht. Ich darf mich nicht so leicht aus der Verantwortung stehlen. Die 7. Legion arbeitet zweifellos noch immer an der Entwicklung dieser Waffen. Ich habe bereits meine liebste Freundin an diesem wahnsinnigen Krieg verloren. Melisandia würde sich auch wünschen, dass ich nicht nachlasse. Sie stand mir stets zur Seite und ich habe ihr so viel zu verdanken. Sie war immer gut zu mir und so unglaublich großherzig, nicht nur ihren Geschwistern gegenüber. Ja, wenn es etwas gibt, das ich tun kann, um die Entwicklung weiterer Waffen zu verhindern, dann darf ich nicht untätig bleiben. Ich werde noch einmal im Hangar vorbeischauen und dort meine Hilfe anbieten. Soweit ich weiß, steht dort diese weiße Kriegsmaschine, die du gesteuert hast. Vielleicht kann ich helfen, sie zu verbessern und so die Bestrebungen unterstützen, die 7. Legion und ihre APWs zu stoppen. Und ich werde auch dafür sorgen, dass all den Opfern von Verlüt gedacht wird, indem ich den Gedenkstein fertigstelle. Das schulde ich Melisandia. Entschuldige mich nun, der Moment ist gekommen, den Blick nach vorne zu richten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. So, dann können wir wieder zurück. Nein, ich will nicht zum G-Krieger. Ich spreche immer den falschen an. Guck ja, mal, man tut ja so schön davor spawnen. Guck mal, diesmal ist die Quest nicht so lang. Solis, du bist zurück. Und konntest du den Bürgern von Wendelclip ein wenig Beistand leisten? Ich verstehe, so hat Aviliana also neuen Mut gefasst und sich entschlossen, sich unserer Sache anzuschließen. Du hast einen erstaunlichen Einfluss auf diejenigen, die deinen Pfad kreuzen, Solis. Seit Wendelclip vom Joch der 7. Legion befreit ist, spricht man im Verlüt offen davon, sich vom Kaiserreich abzuspalten. Viele wünschen sich die Unabhängigkeit.
Wenn es bedeutet, dass sich Widerstand formiert, dann werden wir nicht zögern, unseren Beitrag zu leisten. Als Volk, das einst den gleichen, steinigen Weg beschritten hat. Deine Hilfe war wie immer von unschätzbarem Wert, Solis. Wenn wir Neuigkeiten zu den neuen Waffenprototyp haben, bist du die Erste, die es erfährt. Gehab dich wohl. So, die nächste nehmen wir nicht an, weil das ist die letzte, glaube ich. Okay. Und, die Notenrolle, die es da gibt, das ist quasi der Soundtrack von Verlüt. So, dann würde ich sagen, machen wir eine Rückführung. Nein, ich wollte nicht auf das... Weil jetzt können wir die Hauptsache weitermachen. Im Übrigen die wir gerade getroffen haben. Es könnte sein, dass man die nochmal sieht, über die Quest hinaus. Ah, okay. Natürlich nur, wenn du die Questreihe gemacht hast. So. Dann reden wir mit Krile. Hohe Ziele. Oh, Solis, was führt dich hierher? Vermutlich willst du dich nach dem Zustand unserer Rückkehrer erkundigen. In dem Fall habe ich gute Nachrichten für dich. Die Exegeten haben sich inzwischen prächtig von ihrer langen Ohnmacht erholt. Außerdem scheinen sie mir voller Tatendrang zu sein. Tatsächlich haben sie sich gerade alle im Zwielichtsaal eingefunden, um den Bund der Morgenröte endlich aus seinem sprichwörtlichen Winterschlaf zu wecken. Komm, lass uns doch gleich dazu stoßen. Ich schätze, wir haben uns inzwischen alle wieder an unsere Körper gewöhnt. Daher schlage ich vor, nun gemeinsam unsere nächsten Schritte zu besprechen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ich will mir ein Bild von der Situation im Kaiserreich machen. Die Gerüchteküche brodelt dort seit Ableben des Kaisers ganz ordentlich. Da dachte ich, dass ich der Hauptstadt einen kleinen Besuch abstatten sollte. In der Tat, eine Spionagemission könnte wichtige Erkenntnisse zutage fördern. Und da wäre auch noch Xenos, der Mann, den selbst der Tod nicht zu bändigen vermag. Erlaube mir, dich zu begleiten, Tancred. Sei unbesorgt, ich werde dir nicht zur Last fallen. Im Gegenteil. Oder laden sich deine Erderpatronen inzwischen von selbst mit magischen Energien, Revolverheld? Habt ihr das dann geklärt, ja? Ich habe mir nämlich auch etwas überlegt. Na, wer ist denn da? Willkommen zu Hause, meine Lieben. Lise. Solltet ihr wirklich schon wieder auf den Beinen sein? Ihr wart doch so lange außer Gefecht gesetzt. Du brauchst dich nicht zu sorgen, Lise. Wir sind gesund und munter. Lise, die Kommandantin der Migischen Befreiungsarmee. Kennen wir uns? Oh, richtig. Wir sollten euch einander vorstellen. In Schalajan seid ihr euch wohl auch nie über den Weg gelaufen. Habt ihr doch gänzlich unterschiedliche Studien verfolgt. Ich bin Grahatia, neuestes Mitglied des Bundes. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich habe schon so viel von dir gehört. Ah, der Name kommt mir bekannt vor. Lise Hext. Die Freude ist ganz meinerseits. Raha birgt einen wahren Schatz an Wissen und Erfahrung. Und bei unseren Abenteuern im ersten Splitter hat er sich als unschätzbarer Freund und Verbündeter erwiesen. Richtig, daher kannte ich deinen Namen. Ich habe mir die Berichte eurer Reise durchgelesen. Verstanden habe ich allerdings nur die Hälfte.
No. Oh. Eine Reise durch Raum und Zeit. Auf eine völlig andere Welt. Unglaublich. Und um eine nächste große Katastrophe müssen wir uns jetzt also keine Sorgen mehr machen? Gänzlich verschwunden sind die Boten des Chaos nicht, nur die ursprünglichen. Das dürfte die nunmehr verbliebenen niederen Ashiens jedoch in ihren Tätigkeiten beeinträchtigen. Grund zum Müßiggang bietet das zwar nicht, aber zumindest ist die direkte Gefahr einer achten Katastrophe vorerst gebannt. Naja, zumindest der Lichtkatastrophe. Ach, ein Glück. Aber dass sowohl Zodiac als auch Heidelin Primae sein sollen, das ist schockierend. Dadurch, dass wir die nächste Katastrophe abwenden konnten, bleibt eine weitere Vereinigung der Welten aus. Somit wird auch Zodiac nicht seine vollen Kräfte erlangen. Das ändert allerdings nichts daran, dass wir es nach wie vor mit dem mächtigsten und ältesten aller Primae zu tun haben. Und wollen wir festen Schrittes gen Zukunft schreiten, dürfen wir ihn keinesfalls außer Acht lassen. Diesen Primae, der von dem Wunsch zehrt, seine Welt zu retten. Das ist wahr. Aber sag, Lise, was führt dich denn eigentlich zu uns? Ach, über die ganze Wiedersehensfreude hätte ich das glatt vergessen. Eigentlich bin ich als offizielle Botschafterin der Allianz hier. Es geht um das Galäische Kaiserreich. Nach dem Tod von Kaiser Varys hat sein Cousin Nerva Anspruch auf den Thron erhoben. Laut unseren Informanten hat das Galemald in einen handfesten Bürgerkrieg gestürzt. Es wird sogar schon gemunkelt, dass das Kaiserreich kurz vor dem Zusammenbruch steht. Aufgrund dieser Ereignisse wird es eine Versammlung in Alamigo geben. Ich möchte den Bund der Morgenröte hiermit offiziell bitten, ihr beizuwohnen. Tatsächlich haben wir gerade darüber gesprochen, Galemald einen Besuch abzustatten. Da käme es gerade recht, wenn uns die Allianz ihrerseits auf den neuesten Stand bringen würde. Dann wäre es beschlossen. Auf nach Alamigo! Entschuldigt, aber könntet ihr wohl auf mich verzichten? Es gibt da etwas, das ich erledigen muss. Richtig. Du meintest vorhin, du hättest dir etwas überlegt? So ist es. Ich will ein Heilmittel gegen die Besessenheit finden. Ah, verstehe. Mit deiner Quixi hast du schließlich auch Heilrigs Verwandlung in einen Sündenvertilger aufgehalten. Dieselbe Methode willst du wohl auf Besessene anwenden? Das wäre ein unglaublicher Durchbruch. In dem Fall kommen wir bestimmt auch ohne dich zurecht. Diese Nachforschungen haben Vorrang. Danke. Vielen Dank. Würdest du mich begleiten? Natürlich kannst du auch der Versammlung beiwohnen, wenn dir das lieber ist. Ich hätte gerne eine dritte Auswahl. Wie bitte? Ich hätte gerne eine dritte Auswahl. Bin noch nicht da. So, dann nehmen wir natürlich das erste. Aber was hättest du gern? Drittes? Ich möchte der Versammlung beiwohnen. Sowas wie, also Galewald interessiert mich schon, also ich würde gerne mit den anderen gehen. Geh mal alleine, du schaffst das schon. Nee, alles gut. Gut, wir nehmen natürlich das Erste. Ich unterstütze dich so gut ich kann, Alize. Habe ich mir doch gedacht, dass langatmige Besprechungen nichts für dich sind. Nein, schon. So cute. Ich
Ich würde euch auch gern begleiten, wenn das in Ordnung ist. Das Abenteuer. Keine falsche Bescheidenheit, Kratia. Niemand steht zwischen dir und großen Abenteuern mit deiner persönlichen Heldin. Wow. Darum geht es mir doch gar nicht. Ich dachte nur, dass ich mit meiner Erfahrung aus dem ersten Splitter vielleicht helfen könnte. Ja, ja. Tja, dann macht sich unser Eins wohl auf nach Alamigo. Ja, das ist übrigens jetzt der Zwielichtsaal, den man mal nicht im Stockfinsteren sieht. Hier kannst du noch die Betten sehen. Ja, was? Geisterbahn mehr. Keine große Geisterbahn mehr, genau. Endlich im Hellen hier. Rede mal mit Kratia. Kratia reden? Okay. Ja, das macht Ischula gerne. Was ist? Warte ganz kurz. Ich hab kurz Audio-Probleme gehabt. Warte. Aber es scheint wieder zu gehen. Jetzt. Okay, was? Wieder. Okay. So, dann Alize. Lasst mich noch etwas genauer auf mein Vorhaben eingehen. Die Idee zur Heilung der Besessenheit ist mir gekommen, als wir uns um Heilrigs Genesung bemüht haben. Die Phasen, die man durchlebt, wenn man sich in einen Sündenverträger verwandelt, der Verlust des eigenen Willens und jeglichen Antriebs, das hat mich doch sehr an die Besessenen hier im Ursprung erinnert. Ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass in beiden Fällen Besessenheit durch einen Primae oder Verwandlung in einen Sündenverträger die Schwächung der Seele genau demselben Prozess zugrunde liegt. Das klingt einleuchtend. Wenn deine Theorie stimmt, dann sollte der Stärkungszauber deines Quixis ebenfalls wirken. Damit wäre eine Heilung durchaus denkbar. Vor allem denke ich an den armen Gabu. Du weißt schon, das Koboldkind, das von Titan besessen ist. Mehr als alles in der Welt will ich ihm helfen. Aber wir wissen noch viel zu wenig über die Seele. Das mussten wir in letzter Zeit ja immer wieder feststellen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Sache so gut überdenken und erforschen wie nur irgend möglich. Ich will auch auf gar keinen Fall unnötige Risiken eingehen. Deswegen will ich Gabu dem Stärkungszauber auch nicht sofort aussetzen. Erst einmal will ich verstehen, was Besessenheit eigentlich genau bedeutet. Wir wissen eigentlich nur eines, sie gilt allgemein als unheilbar. Forschung dazu wird kaum noch betrieben. Die Betroffenen, nun ja, verschwinden schnell. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich am besten ansetzen soll. Bei den alten Erlagern selbstverständlich. Richte deinen Blick gegen Vergangenheit. Wenn sie irgendjemand auf Primae und die Besessenheit verstand, dann sie. Sicherlich haben sie sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das Äthero-Chemische Forschungslabor war das Zentrum solch wissenschaftlicher Untersuchungen. Wenn wir einen Hinweis auf Heilungsansätze finden, dann doch sicherlich dort. Stimmt, das klingt wirklich nach einem vielversprechenden Ansatz. Dazu müssen wir aber nach Asisla. Und das ist eine ganz andere Hürde. Ohoho, ich habe mir schon gedacht, dass wir außergewöhnliche Dinge planen. Deswegen habe ich bereits außergewöhnliche Vorkehrungen getroffen. Aber das ist eine Überraschung, die ihr am besten mit eigenen Augen bestaunt. Treffen wir uns am Silbertränen-Nordufer. Los, ich bin schon ganz aufgeregt.
Also wenn du jetzt in den Saal der Morgenröte gehst, dann dürfte bei dir da ja keiner mehr stehen. Der ist ja jetzt weg. Nicht so wie bei mir hier. Ihr bleibt kurz noch mit dir da hinten geredet. Ja, ja. Ja, bin schon da, bist du da. Tada, meine Lieben, voller Stolz, Prinzessin, tiere ich euch das brandneue Luftschiff des Bundes der Morgenröte, gebaut von unseren Freunden und Helfern der freien Gesellschaften. Das gute Stück trägt den Namen Bonanza und dass sie euch flink und sicher durch die Lüfte tragen möge. Tataru, das ist ja großartig. Dieses prächtige Luftschiff bringt uns nicht nur nach Hasisla, es kann uns durch ganz Heidelin fliegen. Du hättest mich ja schon mit dieser wunderbaren Garderobe überrascht, aber das verschlägt mir nun wirklich den Atem. Werte Schatzmeisterin, anstatt das Luftschiff für teure Geld zu kaufen, hast du es bauen lassen. Das habe ich wohl, aber bitte nicht zu viel des Lobes. Ganz kostenfrei war die Sache nicht. Den Piloten müssen wir leider trotzdem bezahlen, bislang zumindestens. Aber das sind Details und damit will ich euch auch gar nicht weiter langweilen. Immerhin habt ihr den Jungfernflug nach Hasisla vor euch. Na los, Bonanza, Abflug! Aber wir werden teleportiert, das ist das Schöne. Oder geflogen in dem Fall. Meine Güte, ich muss wirklich meinen Hut vor Tatarus Genie ziehen. Dank ihr sind wir mir nichts, dir nichts nach Hasisla geflogen. Ganz ohne Aufwand. Furchtbar schnell, einfach so. Das ist ja also der schwebende Kontinent. Ich hatte zwar in Alfinus Berichten davon gelesen, aber ihn mit eigenen Augen zu sehen ist eine Erfahrung. So viel allergische Technologie. Wir sind gerade in der Helix, also muss das der Alpha-Quadrant sein, wenn ich mich nicht irre. Dann liegt der Beta-Quadrant folglich... genau. Ich selbst war noch nie in Hasisla, aber dank der Aufzeichnung im Kristallturm hatte ich schon eine recht gute Vorstellung von der Beschaffenheit des schwebenden Kontinents. Ein Informationsterminal gibt es hier doch sicherlich auch. Wer weiß, vielleicht haben wir damit ja schon Glück. Und eine einfache Suche nach Besessenheit liefert bereits einen Anhaltspunkt.
Also gut, beginnen wir unsere Nachforschungen. Ich übernehme die Suche am Terminal, wenn ihr nichts dagegen habt. Die A-Lager sind schließlich mein Fachgebiet. Da will ich mich nützlich machen, wo ich nur kann. Hier, das klingt doch schon äußerst vielversprechend. Bericht zur Depravation durch die Kriegsgötter. Ganz genau. Die A-Lager bezeichneten die Primae als Kriegsgötter. Und was wir als Besessenheit kennen, nannten sie Depravation. Der Bericht lässt sich nicht öffnen. Vermutlich wurden die Daten gelöscht und zurück blieb nur der leere Eintrag. Was? Ja, dabei sah es so erfolgversprechend aus. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht gibt es irgendwo eine Kopie des Berichts. Aber wo könnte man solch eine Kopie finden? Als Autor wird ein gewisser Owen aufgeführt. Das könnte doch ein Anhaltspunkt sein. Bestimmt hat er irgendwo das Original seiner Arbeit. Aber natürlich, eine private Kopie. Jeder, der auf Assis La als Forscher tätig war, lebte in der Biosphäre, das Wohngebiet des fliegenden Kontinents sozusagen. Wenn wir irgendwo fündig werden, dann dort. In der Biosphärenkontrollstation sind alle Bewohner verzeichnet, inklusive ihrer Zimmernummern. Dieser Bereich ist allerdings mit dem Teleportsystem verbunden, also werden wir die Mana-Schnitter bemühen müssen. Was würden wir nur ohne Tartaros Voraussicht tun? Und wieder bin ich furchtbar neidisch auf dich, mit deinen Dutzenden von Reittieren und Fahrzeugen. Warum hab ich eigentlich kein einziges, das nur mir gehört? Hey. Was? Hehe. Weißt du, was witzig war? Als ich damals die Quest hier gemacht habe, hatte ich wirklich per Zufall den Mana-Schnitter gezogen. War man sogar noch nie. Das ist korrekt. Da stehen die Mana-Schnitter von denen. Also gut, das Modell sollte uns im Handumdrehen sagen können, wo wir suchen müssen. Da habe ich seine Zimmernummer auch schon. Fehlt nur noch der Sektor. Warnung, Warnung. Für die Biosphäre liegt ein Evakuierungsbefehl vor. Notverriegelung aktiv. Zutritt nicht gestattet. Vermutlich wurde die Tür zur Biosphäre fest versiegelt, als die vierte Katastrophe über die Welt hereinbrach. Batteriestand kritisch. Erbitte Ladevorgang an der Hauptstation. Irgendeinen Weg nach drin muss es doch geben. Und wenn wir einfach die Tür aufbrechen, es wohnt ja ohnehin niemand mehr hier. Mit Gewalt werden wir nicht weiterkommen, aber wir könnten versuchen, das Steuermodul der Kontrollstation kurz zu schließen. Das wird das System zurücksetzen und die Türen damit ebenfalls entriegeln. Das hoffe ich zumindest.
Hier in der Gegend gibt es hohe Konzentrationen verdorbenen Blitzethers. Wenn wir von dort eine gesättigte Blitzscherbe bergen könnten, würde das schon genügen. Ah, man sollte meinen, du bist selbst einer der allergischen Forscher, die hier vor mehr als 5000 Jahren gelebt haben. Nun ja, ich habe mal gelesen, dass Asisla zur Bildung von verdorbenen Blitzethern neigt, um die Forschungseinrichtungen hier deswegen des Öfteren mit Kurzschlüssen zu kämpfen hatten. Mit irgendwas musste ich mir die Zeit alleine im Kristallturm ja vertreiben, nicht wahr? Die vielen Berichte und Aufzeichnungen der Alaga boten sich hervorragend als Lesestoff an. Die zahlreichen alagischen Schriften verbanden mich auf eine gewisse Art und Weise mit dem Ursprung, milderten das Heimweh. In meiner Vorstellung war ich schon hunderte, tausende Male selbst auf dem schwebenden Kontinent, dorthin getragen von Forschungsberichten und Tagebucheinträgen. Aber nun selbst mit euch beiden hier zu sein und alles mit eigenen Augen zu sehen, das übertrifft alles, was ich mir ausgemalt hatte. Also dann treffen wir uns auf und suchen in der Nähe von verdorbenen Blitzen nach einer gesättigten Blitzscherbe. Aber pass auf, Hexagone sollen sich um diese Stellen nur so tummeln. Hexagone, Schmecksagone. Na los, wer zuerst eine Scherbe auftreibt, hat gewonnen. Also gut, na wartet ihr beiden. Dieser Bücherwurm wird's euch schon noch zeigen. Mein Bismarck-Vogel. Von Eimer den kaputt ich, ja. Also ich habe mir echt so gedacht, du willst mich doch verarschen, als ich den bekommen habe. Ich dachte so, ja, okay, ich mache das mal eben solo, um die Quest da abzuschließen und dann so, das mount ich zusammen. Ja. Was? Die Animation ist nicht so schön wie zum Beispiel Steingar. Welche? Blendgar. Okay. Ich habe dich genau beobachtet, Zulus. Wie du wagemutig in den Blitz geworfen und die Scherbe erbeutet hast. Das ist wahrlich Stoff für deine nächste packende Ballade. Du hast deinem Ruf mal wieder alle Ehre gemacht. Und mich hast du überdies auch noch geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Da ich ein Mann von Ehre bin, gestehe ich meine Niederlage gerne ein. Ja, du lachst. Was für das Dritte? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also ich weiß nicht, was da nicht zu verstehen gibt. Das ist halt genau das, wo er uns halt... Das ist halt wieder eine Referenz, wo wir ihm das erste Mal begegnet sind. Ja, nein, das. Das Dritte? Also wirklich, Raha. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Entschuldige, weißt du noch, so ungefähr verlieb unsere erste Begegnung. Irgendwie hatte ich mich gerade daran erinnert und der Schalk saß mir wohl im Nacken. Aber genug Gerede, wir sollten zum Steuermodul zurück, sonst schnappt Alize dir deinen Sieg doch noch vor der Nase weg. Und übrigens, Solis, danke, dass du mich hierher hergebracht hast. Es bedeutet mir viel. Das wollte ich noch loswerden, bevor wir im ganzen Trubel keine Zeit mehr für ein ruhiges Wort haben.
ist schon weg. Was hättet ihr denn noch da machen sollen? Auf mich warten. So was Unerhörtes. Alize hat das Handtuch geworfen, wie? Ich bin keineswegs überrascht, dass du als Siegerin unseres kleinen Wettstreits hervorgehst. Würdest du mir die gesättigte Blitzscherbe überlassen, bitte? So ist es mit unserer Kriegerin des Lichts, der Dunkelheit und jetzt scheinbar auch des verdorbenen Blitzes. Sind wir überhaupt noch Konkurrenz für dich? Ich mag zumindest behaupten, dass ihr dicht auf den Fersen... dass ich ihr dicht auf den Fersen war. Aber nicht verzagen, Alize. Es gibt immer ein nächstes Mal. Und jetzt zerschießen wir erst einmal dieses Modul, hm? Das hat ja wunderbar funktioniert. Himmel hereinspaziert. Die Biosphäre ist hiermit geöffnet. Innerhalb des Wohnbereiches ist allerdings nach wie vor ein Sicherheitssystem aktiv, das euch als Eindringlinge erkennen und dementsprechend angreifen wird. Mich allerdings dürfte es dank meines kaiserlichen Blutes in Frieden lassen. Hättet ihr etwas dagegen, die Suche dementsprechend in meine Hände zu legen? Unsinn, nur zu. Also bring dich nicht unnötig in Gefahr. Wenn du nichts findest, dann ist es eben so. Ich werde aufpassen, versprochen. Also dann, wünscht mir Glück. Da geht er hin und lässt uns hier stehen. Ist ziemlich lange her, seitdem nur wir beide gemeinsam Abenteurerin waren, oder? Na komm, lass uns einen Moment verschnaufen und die guten alten Zeiten frönen. Weißt du, die Sache mit dem Bericht dieses Erlagers hat mich an etwas erinnert. Für die Magieakademie in Schalaya muss man ebenfalls solche wissenschaftlichen Abhandlungen schreiben und dazu auch eine besonders umfassende Abschlussarbeit, deren Thema aber immerhin frei wählbar ist. Meine Abhandlung hatte den schönen Titel »Studie zur Anwendung der Ätherkünste im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen«. Das praxisbezogenste, das mir eingefallen ist. Alfinos Thema war das genaue Gegenteil. Die Rolle und Verantwortung Schalayans in den globalen Geschicken der Welt. Einen halben Epos, diese Arbeit. Und äußerst polarisierend. Schalayan verfolgt seit jeher eine Politik des Beobachtens und mischt sich niemals in die Belange anderer Staaten und Länder ein. Alfinus' Arbeit war eine offene Kritik daran. Er argumentierte, dass Schalayan mit seinem erheblichen Wissen eine Pflicht hat, in Krisen zu helfen. Besonders unseren Vater, der selbst ein Abgeordneter des Rates ist, brachte das ziemlich in die Bredouille. Alfinus' Ansichten haben sich zwar über die Jahre gewandelt und seine Methoden erst recht, aber sein Standpunkt ist nach wie vor derselbe. Er folgt seinem Kurs, egal wie viele Leute ihn davon abzubringen versuchen. Dafür bewundere ich ihn ungemein, weißt du? Ah, Alfino war also schon als Student ein Freidenker, was? Ich erinnere mich noch dunkel an meine Abschlussarbeit. Forschungen zur alagischen Kultur anhand der folkloristischen Schriften einer Volksgruppe. So ungefähr. Oh, Ra, da bist du ja wieder. Ich wusste gar nicht, dass du auch einen Abschluss an der Akademie gemacht hast. Habe ich nicht. Diese Arbeit schrieb ich, um als Izeget promoviert zu werden. Damals
hatte mir ein Freund von Baidesions Gelehrten versichert, dass man als Exeget Zugriff auf allerlei verbotene Schriften bekommen könnte. Das fand ich natürlich spannend. Ursprünglich war dieses geheime Wissen gar mein einziger Ansporn, aber letztlich war ich tatsächlich sehr aufgeregt, als man mir den Titel Exeget verlieh. Eine ähnliche Arbeit schreiben, nur um Exeget zu werden, das klingt furchtbar anstrengend. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Wie lief denn deine Suche? Dein Mitbringsel hier scheint erfolgversprechend aus. Korrekt, ein Informationssystem, das ich in Owens Privaträumen gefunden habe. Ich bin mir sicher, dass wir darin auch seinen Bericht finden werden, aber ich wollte es mit euch gemeinsam einsehen. Bip. Initialisiere Informationssystem. Suche nach Benutzer. Keine Benutzer erkannt. Erbitte biometrische Anmeldung. Bip. Prüfe Benutzerdaten. Teilweise Übereinstimmung mit den Daten der Kaiserfamilie. Benutzer als legitimer Angehöriger erkannt. Zugriff durch Klon ausgeschlossen. Herzlich willkommen, eure kaiserliche Hoheit. Kaiserliche Hoheit? Daran sollte ich mich wohl besser nicht gewöhnen. Solange ich außerhalb des Kristallturms weile und kein Teil von ihm bin, schwindet die Kraft des Blutes, da mir Unei und Doga zuteil werden ließen. Irgendwann wird sie ganz verschwunden sein, doch im Moment soll sie uns ruhig nutzen, wo sie nur kann. Suche nach Datei. Bericht zur Depravation durch die Kriegsgötter. Bip. Suche. Bericht zur Depravation durch die Kriegsgötter. Suche läuft. Suche läuft. Ein Ergebnis gefunden. Die Datei wurde vom Benutzer Owen verschlüsselt. Bitte Passwort eingeben. Ein Passwort für unseren Kaisersohn mit dem Wissen des ganzen Kristallturms ist doch sicher kein Problem. Also, sicherlich. Kein Problem. Zum Ruhme des Allergischen Reiches. Lang lebe Kaiser Xande! Passwort inkorrekt. Vielleicht bist du doch nicht so allwissend, was? Wenn es ein Passwort ist, dann doch sicher etwas kürzeres. Nein, nein, nein. Guten Tag! Der Blick! Passwort außerordentlich inkorrekt und einfältig. Die Einmischung durch Bedienstete in die Belange ihrer kaiserlichen Hoheit grenzt an Subordination. Empfehle direkte Maßregelung des Subjekts nach § 14 Absatz 3 des kaiserlichen Hofprotokolls. Ganz schön frech für Informationssystem. Wie hat mich das Ding genannt? So. Was ist deine Antwort? Was heißt das Geheimpasswort sein? Wie das für die Morgenrede? Dass du das tatsächlich noch weißt, dass das was ist. Ja, weil es das gleiche wie mein Name ist, weil es zufällig das gleiche wie mein Name ist. Deswegen hat es mich so gewundert. Ah, okay. Ja, okay. Deswegen war es es bis jetzt noch. Wir wissen immer das nicht. Also, was willst du jetzt nehmen? Wildrose. Wildrose, okay. Wildrose. Passwort so inkorrekt wie nie zuvor. Eure kaiserliche Hoheit, eine Form der Züchtigung scheint ratsam. Züchtigung?
Ich gebe dir gleich was mit Züchtigung. Auseinandernehmen werde ich dich und den Bericht auf deinen drahtigen Innereien ziehen. Alize, so beruhige dich doch. Das ist ein allergisches Terminal. Das kriegt nicht einmal du klein. Im schlimmsten Fall werden die Daten darauf auch noch unbrauchbar. Vielleicht sollten wir uns an die wahren Experten wenden. Sid Garland und seine Metallwerke haben hiermit sicherlich mehr Erfolg als wir. Meint ihr nicht auch? Eben, nehmen wir das Gerät mit in den Sonnenstein und bitten Sid um Hilfe, ehe die Dame Levieux es sich doch noch einmal anders überlegt. Ja, genau, sie knackt das Ding einfach auf. Bedrohung erkannt. Das Erbe Noahs. Na? Weißt du noch, wer die Erben Noahs waren? Na. Das waren wir. Haben wir unsere Truppe genannt, als wir die Kristallturm erkundet haben. Wir waren die Erben Noahs. Ach du meine Güte. Unglaublich, ne? Und jetzt heißt die Quest das Erbe Noahs. Rambrios hat Sitz und sein Zirkel von allem berichtet, was mir zugestoßen ist. Der Herr Ingenieur ist aber wohl so in Arbeit untergegangen, dass es schlicht noch keine Zeit für ein persönliches Treffen gab. Selbst wenn heute Owens Bericht im Vordergrund steht, so freue ich mich doch auf ein Wiedersehen. Verlieren wir keine weitere Zeit. Er scheint seine Vorfreude kaum bändigen zu können, wie? Aber ich kann es nur gut verstehen. Na komm, kehren wir zum Sonnenstein zurück. Mehrere bürgerliche Signaturen erkannt, okay. So, gerade hier. Tataro war so nett und hat Sid kontaktiert. Scheinbar passt es ihm gerade sehr gut, deswegen ist er bereits unterwegs. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf ihn. Kiele, würdest du uns währenddessen von der Versammlung in Alamigo berichten und uns über die Neuigkeiten aus dem Kaiserreich unterrichten? Die Gerüchte lassen ja nichts Gutes erahnen. Wie bereits erwähnt, war die Konferenz in Alamigo eine Versammlung aller Stadtstaatenführer, um das weitere Vorgehen gegen das Galäische Kaiserreich zu diskutieren. Laut den Informationen unserer domanischen Verbündeten ist Kaiser Varys' Thron noch immer unbesetzt und so verbleibt das Reich ohne einen Souverän. Dies hat dazu geführt, dass der galäischen Armee ebenfalls eine verbindende Führung fehlt und sich die Divisionen in den Provinzen selbstständig zu machen beginnen. Besonders besorgniserregend ist dabei Nerva, der im Mittelpunkt dieses Bürgerkriegs zu stehen scheint. Die dritte Legion ist eng mit ihm vernetzt und diese wiederum wird von der mächtigen Aristokratenfamilie Brutus unterstützt.
Brutus? Die Familie, die Yotsio und Asahi adoptiert hatte? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich auch, Alize. Ich auch. Darüber hinaus ist nach wie vor unklar, wie Xenos in all dem verwickelt ist. Deswegen haben sich Tancred und Urianje nach Galemite aufgemacht, um vor Ort hoffentlich mehr zu erfahren. Und das war noch nicht alles. Jetzt, wo sich die galeische Armee aus Gimlet zurückzieht, wollen sich die Anführer der Allianz wieder verstärkt der Primae-Bekämpfung zuwenden. Die Strategie dafür steht ebenfalls schon. Es soll mit dem wilden Stämmen kooperiert und womöglich sogar auf Versöhnung hingearbeitet werden. Ich nehme an, die Stadtstaaten wollen so vor der eigenen Haustüre kehren, bevor es zur entscheidenden Schlacht gegen das Kaiserreich kommt. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Besonders Limsalominsa tut sich schwer mit den Bemühungen gegen den Primae-Anbetung. So sehr, dass Alfin und Ishtula sich sofort haben einsparen lassen. Kein Wunder, mit der Besessenheit lässt sich nicht verhandeln. Jeder Versuch des Dialogs ist zum Scheitern verurteilt, weil der Besessene letztlich doch dem Drang der Beschwörung nachgeben muss. Umso wichtiger ist unsere Suche nach einer Heilung, denn ohne die verfluchte Besessenheit steht friedlichen Verhandlungen eigentlich nichts im Wege. Es würde auf jeden Fall viele neue Pfade eröffnen. Ich hoffe wirklich, dass uns Cid und seine Expertengruppe helfen können. Ich werde Herrn Cid in den Zwielichtsaal bringen, sobald er eintrifft. Ruht euch bis dahin doch etwas aus. Erhöhter Blutdruck festgestellt. Woher das nur kommt. Jetzt war ich zu langsam. Cid. Entschuldige, dass ich mich jetzt erst sehen lasse, mein lieber Grautier. Im Gegensatz zu dir schläft die Arbeit nie, du weißt ja. Es ist schön, dich wohl aufzusehen. Aber hey, du bist ja auch viel früher aufgewacht als geplant. Wesch hat sich fast überschlagen vor Begeisterung, als er hörte, dass du schon auf den Beinen bist. Nun ja, ihr habt so hart gearbeitet, um euer Versprechen zu erfüllen, da konnte ich doch nicht mit nicht mehr ruhigen Gewissens den Schlaf der Gerechten schlafen. Das haben wir wohl. Ich konnte es selbst kaum glauben, als ich davon erfahren habe. Die Überbrückung von Zeit und Raum. Meine Güte, das klingt wie ein Luftschloss, ein Unterfangen, dem man sein ganzes Leben widmet. Aber scheinbar haben unsere zukünftigen Ichs das ja hinbekommen. Du bist der lebende Beweis dafür, und wenn wir das schaffen, sollten wir uns wirklich nicht davor fürchten, nach den Sternen zu greifen. Also, welcher Unmöglichkeit widmen wir uns heute? Aha, die Heilung der Besessenheit also. Ein gewagtes Unterfangen, keine Frage. Nun, in dem Fall müssen wir uns zuerst dem Passwort zuwenden, das uns hier so dreist den Weg versperren will. Richtig, im Moment haben wir keinerlei Ansätze und könnten lediglich raten, doch dazu fehlt uns nun wirklich die Zeit. Dann müssen wir uns wohl auf die gute alte Technologie verlassen, am Magitech-Terminal, das eine Unmengen von Daten in kürzester Zeit verarbeiten kann, hat so ein Passwort in Windeseile geknackt. Ich hatte mir schon gedacht, dass dir so eine Lösung vorschwebt. Also war ich so frei, mir von Rambriost einen allergischen Wörterbuchstein zu
borgen. Der dürfte uns doch in unserem Anliegen weiterhelfen. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, mein Lieber. Den wollen wir doch gleich einspeisen und uns an die Analyse machen. So, ein frisch gebackenes Passwort. Wollen wir doch mal sehen. Freiheit. Interessant. Das ist noch simpler als gedacht. Sei's drum, knacken wir das Ding. In der Tat. Das Passwort lautet Freiheit. Passwort akzeptiert. Öffne Datei. Bericht zur Depravation durch die Kriegsgötter. Dieser Bericht erläutert den Prozess der Depravation, soll heißen der vollständigen Unterwerfung eines Individuums unter dem Willen eines Kriegsgottes. Kurz gesagt wird die Depravation durch die Transformation der spezifischen Äthermasse ausgelöst, das geheimhin als Seele bezeichnet wird. Normalerweise befindet sich diese Äthermasse im vollkommenen Gleichgewicht, kein Aspekt überwiegt den anderen. Wenn die Seele jedoch den Ätherausbrüchen einer Kriegsgottheit ausgesetzt ist, mutiert sie gemäß ihrer spezifischen Ätherstruktur, soll heißen, sie passt sich den Aspekten des jeweiligen Kriegsgottes an. Ist man beispielsweise den Ausbrüchen von Sephiroth ausgesetzt, nimmt das Element Erde in der Äthermasse der Seele überhand. Ein derartiger Wandel hat zur Folge, dass sich Magie leichter wirken lässt, die dem Element Erde zugeschrieben ist. Außerdem ist eine Steigerung der Konstitution und Ausdauer zu beobachten, mit immensen positiven Auswirkungen auf die physische Kampfkraft. Ab einem gewissen Depravationsgrad fängt der Körper gar selbst an zu mutieren. Bei meinen Untersuchungen zu depravierten Subjekten konnte ich weiterhin feststellen, dass sie mehr und mehr gegen Schattenpol neigen. Das prägende Attribut des Schattenpols ist bekanntermaßen der Stillstand. Ich vertrete die Theorie, dass eine von Schattenpol dominierte Seele den freien Willen stagnieren lässt. Die inbrünstige Verehrung der jeweiligen Kriegsgottheit, die mit einer Depravation einhergeht, ist ein deutliches Indiz dafür. Da eine depravierte Person so letztlich nur noch auf einen fanatischen Glauben reduziert wird und sich einzig der Verehrung widmet, gewinnt folglich auch der Kriegsgott an Macht. Im Rahmen dieser Studien gelang es mir, die Ätherimpulse der Kriegsgottheiten zu unterdrücken und ein Material zu synthetisieren, das vor jener Depravation schützt. Allerdings hatte mein Erfolg einen hohen Preis. Viele meiner Assistenten wurden selbst depraviert und mussten schließlich terminiert werden, wie es das Protokoll verlangt. Ich habe einen Forschungsantrag zur Umkehrung der Depravation eingereicht, aber er wurde abgelehnt. Meister Amon sieht darin keinen Bedarf, hieß es. Ich legte Widerspruch ein und wurde dafür aus dem ätherisch-chemischen Forschungslabor geworfen. Vermutlich wurde selbst dieser Bericht aus den Datenbanken gelöscht. Ich hoffe inständig, dass jemand diesen Bericht hier zu Gesicht bekommt, meine Forschung fortsetzt, ein Heilmittel gegen die Depravation findet
und diese Studie zu Ende führt. Aufzeichnung beenden. Selbst die Alaga haben es also nie geschafft, die Besessenheit zu heilen, beziehungsweise hatten schlicht kein Interesse daran. Aber der Bericht hat uns eine Sache bestätigt. Die Seele eines Besessenen ist in der Tat durch Stillstand geschwächt. Wenn Angel sie also revitalisieren kann... Richtig, dann sollte sie sich folglich stabilisieren. Allerdings besteht die Gefahr, dass diese neue Lebenskraft die Prima-E-Verehrung der Betroffenen nur umso intensiver ausfallen lassen könnte. Die Seele ist dann zwar wieder erstarkt, aber der fanatische Glauben des Besessenen an den Prima-Es ungebrochen. Zuerst müsste man also diese Geistesirrung umkehren. Das sagt Eva, das sind gleich die einzigen, der einzige Unterschied. Das zweite ist eine Frage und das erste nicht, oder? Ja. Kann man so sehen? So. Hast du das denn kann man nur so sehen, oder? Hast du denn verstanden, was Owen uns erklärt hat? Ja. Und wenn du jetzt sonst mal nicht... Nehmen wir halt die Frage... Wenn du jetzt mal nicht Sephiroth nimmst, also den Kriegsgott der Erde, sondern einfach, sagen wir mal, einen Sündenverteger nimmst oder einen Lichtbringer, dann quasi das Element, was hinzugefügt wird, nicht Erde ist, sondern Licht der Seele zugeführt wird, was passiert dann? Ein Sündenverteger. Also sind wir quasi auf einer richtig heißen Spur. So, das zweite willst du nehmen. Ja, genau. Kann das selbst auf eine andere Art und Weise wiedererweckt werden? Exzellenter Ansatz, Solis. Natürlich, die allergische Erinnerungsübertragung. Ein Prozess, der die Erinnerung bündelt, sozusagen. Wenn es uns gelingt, diese Methode zu unseren Zwecken abzuwandeln und nur die Erinnerung vor der Besessenheit zu bündeln, dann könnte dies der entscheidende Schlüssel sein, der die Revitalisierung durch das Quicksilver glücken lässt. Wenn das wahre Selbst wieder erwacht ist, verdrängt es automatisch den falschen Glauben, der das Bewusstsein des Besessenen in eisernen Griff hält. Es klingt schlüssig, auch im Hinblick darauf, welche Erinnerungen dafür verwendet werden, sollte die Theorie greifen, die wir gegen die Verwandlung zu Sündenvertägern angewendet haben. Allerdings lässt sich diese Methode nicht einfach so anpassen, oder? Es hat ja schon nicht funktioniert, uns damit in den Ursprung zurückkehren zu lassen. Das muss ich zähneknirschend eingestehen, ja. So viel ich auch experimentiert habe, geklappt hat letztendlich keine Abwandlung dieser Technik. Da müssen wir uns wohl über eine andere Lösung... Nein, eine Idee habe ich da noch. Ein allergisches Universalsystem wie dieses hier hat eine eingebaute Funktion, Magie zu simulieren. Sid, das Magitech-Terminal, kann in einer Simulation genau die Abwandlung dieser Methode errechnen, die wir brauchen oder nicht, indem es in kürzester Zeit hunderte, tausende verschiedene Zauber testet. Das sollte es durchaus können, richtig. Letztlich ist das genau derselbe Vorgang, mit dem es schon das Passwort ermittelt hat. Und wenn wir das System mit einem Terminal verbinden, haben wir direkten Zugriff darauf. Allerdings erfordert eine derart komplexe Simulation eine ordentliche Menge an Leistung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das mit unserer derzeitigen Technologie gestemmt bekommen. Du, Sid, was meinst du, warum Owen seinen Bericht mit einem Passwort verschlüsselt hat? Sicherheitsbedenken? Nein. Ein Passwort, das sich mit derart simplen Mitteln knacken lässt, hat mich mit Sicherheit wenig zu tun. Ich glaube, es ist eine Nachricht vom Autor. Das Passwort Freiheit richtet sich ganz deutlich an Leute, die aus denselben Motiven handeln wie Owen selbst. Denselben Gedanken hatte ich auch. Freiheit durch Technik, nicht wahr? Dein Spruch, Sid! Wedge, Biggs, geht alle Magitech-Terminals einsammeln, die wir haben, und bringt sie nach Geisterzoll. Geht klar, Chef.
Dann haben wir ja alle Hände voll zu tun, was? Euch würde ich ehrlich gesagt auch gerne einspannen. Ach ja. Der gute Sid. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, genau. Weißt du noch, wer Amon war? Oder Amon? Bin mir ziemlich sicher, dass du das warst, ja? Wieso? Du bist dir ziemlich sicher, dass du das weißt? Weil zumindest ist ja der Name schon gehabt, sagen wir so. Ja. Es ist der letzte Zwischenboss vom Kristallturm, also vom zweiten Allianz-Raid. Ah ja, ja. Dieser da Magier mit diesem... Dieser... Drin. Ja, kein Wunder, dass ich ihn schon gehört habe. Ja, der mit dem Hut und dem Umhang und ja. Ja. Der dann quasi diese Feuerexplosion macht, wodurch ich hinter den Eiskristallen hinterherhängen muss. Ja. Das war quasi der Leiter der allergischen Ingenieure, Technologie und sowas. Und Magie. Ja, und er hat ihm quasi verboten. Also er war die rechte Hand von Xande. Er war auch derjenige, der Xande unsterblich gemacht hat. Also den Kaiser. Ja, und er hat quasi Owen verboten, daran zu forschen. Weil, keine Ahnung. Die doof sind. Aber ja. Sollte jemand einmal auf die Idee kommen, den Kaiser zu beschwören oder so? Wäre ja blöd, wenn sie dann ein Gegenmittel dagegen hätten. Verstehe ich schon. Ja. Genau. Genau das, das, ja. Das war das. Das war der Grund. Das Aufstellen und Einrichten des Terminals könnt ihr getrost Ra und mir überlassen. Das haben wir unter Kontrolle. Aber der Betrieb unserer Magitech-Helferlein ist eine ganz andere Sache. Dafür bräuchte ich eure Hilfe. Konkret benötigen wir Erzsalm als Saft in den Drähten unserer Konsolen und Eisscherben als zusätzliche Kühlung. Je mehr davon, desto besser. Die Eisscherben übernehme ich. Die Abenteurer in und um den Sonnenstein helfen sicherlich gerne und mit ihrem Zutun sollte auch eine ordentliche Menge zu beschaffen sein. Gut, dann dürfen sich Solis und Alizée um den Erzheim kümmern. Den nötigen Papierkram habe ich schon erledigt. Hier, nehmt diese Gala- und Eigenwechselscheine. Die gibt ihr sowohl in Ishgard bei den Himmelstahlwerkstätte als auch bei den Erzheimfabrik im nördlichen Tanalan ab. Dort händigt man euch die angemessene Menge dann aus. Gehst du nach Ishgard? Dort bist du ja ohnehin mit ein per Du. Ich nehme mir dafür Tanalan vor. Auf nach Ishgardo!